Hallo, 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 hier wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenner hier sagt seinen Namen selbst. Till. Ja, und ich bin der? Sashi. Richtig, sehr gut, ja, hast du gut gemerkt, bravo. Wir haben heute den 12. November und am, richtig. Ja, genau. Und am 12. Und am 12. November haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind. Ja, und zwar die alte Rumänin Alexandra Maria Lara. Was hat die denn gemacht? Das ist eine Schauspielerin. Alexandra Maria Lara? Mhm. Eine Rumänin? Die ist in Rumänien geboren worden, ja. Ach so, aber das ist... ist das eine deutsche Schauspielerin. Ach so, das ist die... Aber, ah, das hat in Der Untergang mitgespielt und so. Ja, das so ist eine Blonde. So eine ganz hübsche. Ja, genau. Hey, genau. Alexandra Maria Lara. Jetzt, mhm. Ich war gerade so ein bisschen irritiert, weil du gesagt hast, Rumänin. Ja, das habe ich mit Absicht gemacht. Ja. Weil sie in Rumänien geboren ist. In Bukarest. In Bukarest. Mhm. Ist am Ende noch die Hauptstadt, oder was? Die gute Alexandra Maria. Tja, das ist auf jeden Fall unser Geburtstagskind heute. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Kommst ein bisschen schwul rüber gerade, was du gemacht hast. Egal. 12. November 1944. Da hat, haben britische Bomber das deutsche Schlachtschiff Tirpitz vor Norwegen versenkt. Also warte mal, erstmal ernsthafte Haltung. Machst du ja immer so gerne, ne? Ich mach das gerne. Vor Tirpitz versenkt, vor Tirpitz. Das Schlachtschiff Tirpitz vor Norwegen versenkt. 971 Seeleute sterben dabei. Die Tirpitz, benannt nach dem deutschen Marine-Staatssekretär und Großadmiral Alfred Freiherr von Tirpitz, war das größte deutsche Schlachtschiff im Zweiten Weltkrieg. Ja, da haben wir da was gelernt, ne? 12. November, Tirpitz. War. Gut. Aber apropos Zweiter Weltkrieg, dafür habe ich heute den Fakt des Tages. Und zwar in den letzten 3000 Jahren. Verstehe ich. Mhm, gab es nur 268 Jahre ohne Krieg. Also global gesehen? Ja. Echt? In allen anderen Jahren waren Kriege. Irgendwo war immer Krieg? Ja. In 3000 Jahren? Jetzt ist die Frage... Das wissen wir wahrscheinlich nicht, ne? In welchen Jahren war das denn? In der neueren Zeit war es nicht so, oder? Da war immer irgendwo Krieg. Da war immer irgendwas, ja. Das war wahrscheinlich irgendwie, in den letzten 3000 hast du gesagt? Mhm. Das war wahrscheinlich dann irgendwie 1000 vor Christus bis 750 vor Christus war kein Krieg, so ungefähr. Wahrscheinlich, aber ja. Wobei auch das mag ich vielleicht so ein bisschen anzuzweifeln, weil ja, irgendwelche Stämme haben wahrscheinlich immer gegenseitig sich angepuckt. Ja, okay, angepuckt. Hast du recht. Kann aber sein. Egal. Ja, also dann doch eher in der Neuzeit vielleicht. Aber neueren. Auf jeden Fall schriftlich zu belegende Kriege. Nur in 268 Jahren nicht. Hammer. Mhm. Fakt des Tages, richtig geil. Jo. Ja. Deshalb ja. Durfte ich den auch sagen. Ja, genau. Das war der 12. November. Wir sehen uns morgen wieder am 13. November. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.